Vor ein paar Monaten waren die Wolter-Zwillinge bei mir in der Sendung. Die Wolter-Zwillinge kenne ich schon ganz lang. Ich finde die sehr witzig und ich mag also, wie die zusammenhalten. Sie haben ja auch schon länger ihre eigene Show auf YouTube. Heute wieder mit Häselbrugger! Ja! Hast du genervt, ja? Ja, hat er. Und irgendwie kam dann so zufällig raus, dass sie keinen Führerschein haben. Ihr habt keinen Führerschein, warum eigentlich nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diese Bewegungen einfach mal so unironisch wirklich mache. Die sind in der Großstadt aufgewachsen und haben halt nie ein Auto gebraucht. Und da habe ich mir gedacht, das ist also sehr unpraktisch für die. Ich kann denen jetzt keinen Führerschein ausstellen, das darf ich ja nicht. Aber ich kann denen die Angst nehmen vom Autofahren. Wenn ihr möchtet, bringe ich euch das Autofahren bei. Angebot angenommen. Ja? Toll. Ja. Und dann haben wir uns tatsächlich getroffen im ADAC Fahrsicherheitszentrum Brandenburg. Da kann man nämlich mit dem Auto rumfahren, auch ohne Führerschein. Hallo, eure beiden Kultneffensägen. Benni und Dennis sind heute hier. Und wir sind heute hier, weil Klaas uns ja versprochen hat, uns das Autofahren beizubringen. Über Autos weiß ich, dass sie betankt werden, dass sie meistens 4 Räder haben. Und Montana Black hat so ein tolles Auto, so ganz giftgrün, das weiß ich auch. Und man kann so Neonlampen unter Autos montieren. Das sind sogenannte Statussymbole. Wisst ihr, wo der Klaas ist? Basti. Also, er sollte eigentlich gleich kommen. Wir waren ein bisschen irritiert, weil wir uns ja eigentlich mit dem Klaas verabredet hatten. Was sagt er denn jetzt? War es nicht ein bisschen übertrieben mit dem Helikopter? Du, das ist immer eine Sache der Lebenswelt, in der man sich befindet. Nichts finde ich überheblicher und abgehobener, als so selbstverständlich zu spät zu kommen. Kannst du dich nicht verraten? Hallo. Was kannst du eigentlich nicht? Schön, dass ihr da seid. Freue ich mich. Der Klaas ist ein bodenständiger Typ. Der Mann ist Minimalist. Richtig. Der Typ ist zwar ein Weltstar, aber auf dem Boden geblieben. Na, wie geht's? Gut, wie geht's dir? Kurz auf dem Schreck. Ja. Ein bisschen erfrischend bei den Temperaturen. Immer für den Kreislauf, immer wenn man da so durch. Ist egal. Ja, klar. So, sollen wir einmal da in die Richtung gehen? Kommt doch mal mit. Das ist das Auto, mit dem wir das später mal wirklich im praktischen Moment testen wollen. Ich dachte mir, vielleicht fangen wir nicht direkt mit einem echten Auto an, weil da ist ja auch schnell mal ein Kratzer im Lack. Also habe ich mir was anderes überlegt, wie man sich dem Prinzip Auto erstmal ein bisschen nähern kann. Wir haben dieses Auto erstmal zum Angewöhnen. Ja? Okay. Um mal so ein Gefühl zu kriegen, finde ich das erstmal gut, dass man mal weiß, hier, wo ist oben und unten, ne? Wie guckt man da so raus? Wo stecke ich den Schlüssel rein? Ja, kommt an, was es dann für ein Auto ist. Also bei den meisten Autos steckt man die rechts rein, oder? Ja. Dass man uns erstmal so ein Pappauto gibt, ist, glaube ich, ganz normal. Auch für die Produktion blöd, wenn da plötzlich direkt so ein 30-Tonner kaputt geht, dann lieber in sowas üben, fand ich auch vernünftig. Ja. Das Erste, was man macht, ist ja nicht lenken, sondern man fährt erstmal los. Dann hält man das Lenkrad praktisch auf 10 nach 10. Die linke Hand ist auf 10 und die rechte Hand ist auf 14 Uhr. Und dann musst du erstmal jetzt einen Check machen. Ne? Sind die Spiegel alle richtig eingestellt? Ich habe jetzt schon Angst. Ich habe wirklich jetzt schon Angst. Wir haben grundsätzlich große Angst vom Autofahren. Ist denn irgendwie, habt ihr mal einen Unfall erlebt, als ihr Kinder wart oder so? Keine Ahnung. Also wir fahren zu gerne Bahn. Wir sind Düsseldorf City Girls. Wir sind mitten in der Stadt groß geworden. Ja. Wir hatten Busse, wir hatten S-Bahnen, wir hatten Taxen, wir hatten U-Bahnen, wir hatten Straßenbahnen. Also ihr habt über eure Liebe zur Bahn eine Abneigung ins Auto. Ja, genau. Wir sind treu. Weil ich kann mal was fremdgehen. Als sie dann da drin saßen, habe ich gemerkt, das hat denen richtig was gebracht. Das hat mir persönlich gar nichts gebracht. Ich hatte wirklich, meine Angst hat sich noch mal verstärkt. Ich war sowieso schon durchgeschwitzt. Aber da war ich wirklich, waren alle Bäche gebrochen. Wie nennt man das? Das weiß ich nicht. Wenn eine Bäche gebrochen? Das ist keine Ahnung. Wenn ihr wollt, können wir direkt einmal eine Runde fahren. Oh nein! Und den Schlüssel, den lasse ich dann hier im Fach. Ja, und dann haben wir natürlich das ganz kleine 1x1 des Automobils sozusagen. Sind wir erstmal durchgegangen. Hier ist hinten. Hier ist hinten. Heck. Das sieht fast genauso aus wie vorne. Das ist also vom Lack her ähnlich. Da sind auch Lampen dran. Da ist auch eine Scheibe. Wenn man jetzt reingucken würde, würde man sehen, die Sitze sind falsch rum. Okay. Und daran kannst du dich orientieren. Okay. Ne? Also, das hier ist was? Die Tür. Der Türhenkel. Der Türknauf. Griff. Das ist kein Knauf, ist rund. Das sind Griffe. So, und dann ziehst du einmal hier dran und kannst es aufmachen. So ist wieder zu. Mach mal. Er hat es natürlich auf Augenhöhe versucht, immer zu behandeln. Ja, mach mal einzeln. Mach mal erst und dann. Nicht immer alles in einem, das macht man später automatisch, genau. Aber ab und zu hatte ich das Gefühl, wir sind in seinen Augen einfach nur blöde Kinder. Rein, raus, aufmachen. Ja, ist sicherer. Wie sind wir das ja auch? Ich müsste mir das mal einsehen. Klaas ist ein erfahrener Mann. Ja. Wenn er uns so behandelt, wird es einen Grund haben. Als Erster ist dann der Benni gefahren, also glaube ich.
jetzt drück mal bitte die Kupplung erstmal. In welchem Gang befinde ich mich? Ja, bis null, bis null. Okay. Nullgang, also gar kein Gang. Also ich jetzt gerade die Kupplung. Nee, Moment, das ist Gas. Okay. Jetzt einmal weg, jetzt die Kupplung ganz durchdrücken. So, und jetzt lass mal langsam. Es reicht wahrscheinlich schon, wenn du jetzt einfach nur die Kupplung mal runter langsam weglässt und ein bisschen Gas gibst. Halt, halt. Da war ich schon erstaunt, wie wenig Vorkenntnisse er da so in seinem bisherigen Leben zusammengetragen hat. Aber, hallo? Die können halt wirklich, also überhaupt gar nicht Auto fahren. Bisschen Gas, bisschen. Ich wurde regelrecht hineingedrückt in die Rolle des Fahrlehrers. So, und lenken. So, jetzt. Zweiten Gang. So. Oh Gott, ich fahre. Alter. Oh. Boah, Alter. Es gibt ja zwei Varianten von Leuten, die nicht Auto fahren können. Boah. Es gibt einmal die, die dann also sozusagen gar nicht fahren. Ja, dann gib Gas. Nein. Weil sie denken, gleich passiert was und so. So, sollen wir einmal tauschen? Ja. Ja. Und dann gibt es die, die deswegen nicht Auto fahren können, weil die viel zu doll alles machen. Also der ist teilweise in die Kurven gegangen, wie das normalerweise nur professionelle Formel-1-Fahrer können. Ich hatte bei dir wirklich das allererste Mal Todesangst. Weil du hast wirklich deine panischen Augen aufgesetzt. Ja, aber das sind meine Konzentrationsaugen. Und Klaas stand die Angst auch in sein Gesicht geschrieben. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Boah, Alter. Dicker. Boah. Du musst auf der Straße fahren, das ist sehr wichtig. Das hast du ja raus, raus. Darf ich fragen, warum du denn so spät lenkst? Also ist das ich kann Grund? Das nicht sehen. Ich bin zu klein dafür, sag ich dir ganz ehrlich. Das ist ernst, wirklich. Ich glaube, ich bin zu klein fürs Autofahren. Ja, die erste Runde, die haben wir dann sozusagen lebend hinter uns gebracht. Und ich dachte, jetzt wäre eine kurze Pause für uns alle mal nicht schlecht. So. Das war jetzt erstmal nicht schlecht, das ist jetzt nur mal so auf den Schreck, ne? Dass ihr euch auch mal ein bisschen beruhigt. Wichtig ist natürlich, dass man auch in stressigen Situationen oder vielleicht sogar Gefahrensituationen weiterhin Herr über das Auto ist. Wir müssen natürlich gewisse Herausforderungen, die eigentlich so über mehrere Wochen stattfinden, probieren zu verkürzen. Das heißt, ich habe ein bisschen was vorbereitet, was nicht ganz der normalen Fahrschule entspricht. Am besten lernt man ja unter Druck. Deswegen habe ich was ins Auto getan, damit man sich ein bisschen besser konzentrieren kann. So, jetzt machst du mal den ersten Gang rein, bitte. So. Jetzt ganz vorsichtig. Mhm. So, jetzt machen wir zwei Gang. Warum war denn da jetzt eine Schlange im Auto? Das ist aus der klassischen Fahrschulgeschichte ein gängiges Mittel. Also mein Opa beispielsweise hat noch mit Schlange gelernt. Und jetzt wieder Kupplung weg und ein bisschen Gas geben. Bisschen Gas, bisschen Gas, bisschen Gas. Macht das die Geräusche, die Schlange? Die faucht ein bisschen. Wie die faucht. Grundsätzlich möchte ich keine wilden Tiere auf meinen Schultern oder in meinem Halsbereich haben. Warum gibst du keinen Gas? Aus Angst. Kupplung und zweiten Gang. Okay. Zweiten Gang nach hinten links, hinten links. Aber es hat dich stressresistenter gemacht, glaube ich. Weil du bist ja mit der Schlange, das kann jeder bezeugen, konzentrierter gefahren. Sehr gut. Und jetzt langsam und entspannt um die Kurve. Das heißt, es hat schon seinen Sinn erfüllt, muss man schon ehrlich sein. Das heißt, ich hatte keine Todesangst mehr vom Auto, sondern ich hatte die Todesangst dann von der Schlange. Ja, du hast dich halt besser konzentriert. Manche Diamanten entstehen unter Druck oder unter Schlangeneinfluss. So. Dann kamen wir zur nächsten Lektion, einparken. Guck mal, ich habe das hier vorbereitet. Ich habe hier so Sachen dran geklebt, damit also nicht sofort alles kaputt geht, falls es nicht sofort beim ersten Mal klappt mit dem rückwärts einparken. Wichtig ist natürlich beim Einparken, Regel Nummer 1, nirgendwo dran fahren. Das ist also das davor parkende Auto. Oh Gott! Klar, gegen so ein anderes Auto will man nicht fahren, aber wogegen fährt man noch viel ungerner? Gegen einen Koma-Patienten. Dem hat das Schicksal bereits übel mitgespielt. Und es wäre ja nun für den ganz besonders unglücklich, wenn er jetzt noch in dieser Lage noch mit dem Auto angefahren würde. Aber was glaubst du, wie oft würde man denn neben einem Koma-Patienten einparken? Wie oft? Da reicht doch einmal, wenn man es falsch macht. Kleine andere Sache noch, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Hier steht eine Bierglassammlung. Die steht da deswegen, damit, wenn der Koma-Patient aufwacht, dass der sich freut, dass seine heißgeliebte Bierglassammlung da ist. Grundsätzlich, wenn Biergläser kaputt gehen, ist es immer wie ein Stich in mein Herz. Vor allem, weil es auch wahrscheinlich eine seltene Sammlung war. Sah toll aus, waren tolle Modelle. Waren tolle Modelle mit dabei. Ja, dann haben wir angefangen mit rückwärts einparken und das war eine Katastrophe. Also. So mache ich das jetzt, in dieser Geschwindigkeit. Jetzt schreib mal ein.
Sag mal bitte, ist das okay? Würdest du sagen, ja, so bleiben wir stehen. Ich bin, glaube ich, zu scharf eingeschlenkt. Just a perfect day. Ich hasse das, ich hasse alles an dieser Situation. Oh nein, nein, stopp! Okay, halt. Oh, wie sie lacht. Genau. Also, aber nein! Oh, das war knapp, ey. Ich habe in meinem Leben noch nie eingeparkt. So, nochmal bitte. Nach vorne. So, und jetzt schlägst du hier so ein. So. Als wenn ich wüsste, in welche Richtung ich das Lenkrad drehen muss, damit sich die hintere Achse richtig einbringt. Man muss da auch ein gewisses mathematisches Verständnis haben. Und dann, das fehlt dir komplett. Okay, langsam. 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 Sag mal. War es doch fast drin. Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich will mit mir selber auch ein bisschen kritisch sein. Bringt ja nichts, wenn ich mich hier über den grünen Klee lobe. Also die Übung hat gar nicht funktioniert. Gar nicht. Vielleicht habe ich die da überschätzt. Ein paar sind doch noch ganz in Ordnung hier. Guck mal, das hier zum Beispiel. Ja gut, dann ist ja auch der schönste Tag ist mal vorbei. Du kannst für meine Verhältnisse jetzt gut genug Auto fahren, als dass ich so das Gefühl habe, das, was ich in der Sendung versprochen habe, ist hiermit abgehakt. Klaas hat uns versprochen, uns das Autofahren beizubringen. Und das kann man sagen, abgehakt hat er geschafft. Also er hat sich ja auch Mühe gegeben. Ja, klar. Ich bin jetzt so ehrenhaft entlassen aus der Aufgabe. Du hast ein Versprechen gehalten quasi. Ne? Ja. Da kann stolz auf sich sein. Wir sind wirklich absolute Nichtskönner am Steuer. Und dass wir hier überhaupt noch sitzen. Das können wir aber gut. Rumsitzen. Ihr seid sehr gut Auto gefahren. Dankeschön. Wir sind nicht nass. Die haben erstmal ihre Grundangst vom Autofahren abgelegt. Das finde ich sehr positiv. Für mich war es sicherlich genauso anstrengend wie für euch. Also ich hatte großen Spaß und ich hoffe, dass ich mein Wissen weitergeben konnte. Wie immer im Leben.